Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht ins Jahr 2021 und ihr seid hoffentlich noch alle gesund. In dem heutigen Video soll es um den Amazon Sprachassistenten gehen, was mir jetzt in letzter Zeit so aufgefallen ist, was für neue Funktionen oder für neue Dinge dazugekommen sind. Darum soll es in dem Video gehen. Auf geht's! So, okay. Also der erste Punkt, den ich hier erwähnen möchte, ist das Thema Timer. Und zwar, wer kennt es nicht, man hat irgendwo einen Timer gestellt, vorrangig natürlich in der Küche, um irgendwelche Kochangelegenheiten zu managen. Und der Timer geht los und man ist gerade wie bei mir hier im Obergeschoss irgendwo. Dann hat man keine Möglichkeit gehabt bisher, den Timer irgendwie auszuschalten. Selbst wenn man genau gesagt hat, schaltet den Timer in der Küche aus, ging das halt nicht. Das ist jetzt problemlos möglich, egal wo ihr seid, mit welchem Amazon Echo ihr korrespondiert. Einfach sagen, stoppe Timer und dann wird er sofort gestoppt. Und er gibt das entsprechende Feedback dazu zurück, dass in der Küche bei mir jetzt vorrangig der Timer gestoppt wurde. So, als nächstes will ich auf was eingehen, was jetzt in letzter Zeit erst dazu gekommen ist. Und zwar ist, dass das ihr Netflix jetzt auch auf euren Echo Shows schauen könnt oder starten könnt. Und dazu müsst ihr einfach das Codewort Starte Netflix sagen. Es gibt noch keinen Skill dafür und ihr könnt dort auch noch keine Anmeldedaten hinterlegen oder irgendwas. Das muss alles direkt auf dem Echo Show gemacht werden. Ich sage jetzt noch das Triggerwort, aber ich muss noch hinten dran sagen Echo Show, weil sonst startet der mir Netflix immer auf meinen Fire TV, wo ich euch später auch noch was zeigen möchte. Starte Netflix auf Echo Show. Hier ist Netflix. So, und jetzt kommt dann hier diese Anmeldung und da müsst ihr dann E-Mail-Adresse und Passwort eingeben. Das mache ich jetzt mal geschwind. So, jetzt bin ich eingeloggt und jetzt seht ihr, ich kann jetzt hier im Endeffekt genauso wie beim normalen Fire TV alles normal bedienen, in mein Profil reingehen. Dann könnt ihr dort die ganzen Serien und Filme sehen, die dahinterlegt sind, die ganzen Vorstellungen etc. Im Endeffekt ganz normal, so wie ihr es vom Fire TV her kennt, bloß halt über eine Touch-Bedienung, ne? Und dann könnt ihr hier ganz normal irgendwas gucken. Finde ich eine super Sache, gerade wenn man das jetzt vielleicht irgendwo im Schlafzimmer oder im Bad oder keine Ahnung stehen hat, dann kann man sich da nebenbei von Netflix berieseln lassen. Ein Punkt, den ich auch noch erwähnen möchte, ist, dass der Fire TV in den Routinen jetzt verfügbar ist. Das heißt, ihr könnt den dort mit integrieren und einige Dinge damit anstellen. Ich habe das jetzt zum Beispiel so gemacht, dass ich eine Routine erstellt habe, dass wenn ich mal auf Toilette gehe und es läuft gerade ein Film, dass das dann automatisch gestoppt wird und wenn ich wiederkomme, dann wird der Film automatisch weitergeführt. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich starte den Film mal. Ich gehe auf Toilette. Da seht ihr, da stoppt der Film. Und wenn ich dann halt mein Geschäft erledigt habe, komme ich halt zurück und sage, ich bin zurück. Und dann geht der Film einfach weiter, ne? Also das sind so Dinge, also das kann man ja wie gesagt individuell machen. Das ist jetzt, ich hatte ja schon mal ein Video zu den Routinen gemacht, wie man Routinen anlegt oder einrichtet. Seht ihr unten noch in meiner Videobeschreibung. Ich werde es dann nochmal verlinken. Dort habe ich das relativ gut erklärt, glaube ich. Und dann könnt ihr euch da selber Routinen zusammenstellen, die dann dafür wirklich gut geeignet sind. Was letztes Jahr auch noch dazu gekommen ist, ist, dass man jetzt Podcasts hören kann. Also gerade über Spotify, auch jetzt mittlerweile über Amazon Music, aber gerade über Spotify gibt es so ein paar spezielle Podcasts, die es halt nur bei Spotify gibt. Und bisher konnte ich die per Spracheingabe nie steuern oder nie anstoßen, dass die abgespielt werden. Das funktioniert jetzt aber mittlerweile. Ich nehme jetzt mal exemplarisch den Podcast Gemischtes Hack. By the way, ein lustiger Podcast. Alexa, spiele Gemischtes Hack. Gemischtes Hack auf Spotify wird abgerufen. Best of 2020. Jahre sind eine lange Zeit. In 5 Jahren wächst dein Bart 73 Zentimeter. In 5 Jahren rasierst du dich 1825 Mal. Ja, da kommt natürlich jetzt kurz Werbung In fünf vorher. Jahren streichst du dir 36. Aber Junggesellenabschied war.
Und dem, ne? Sind die irgendwo hingefahren? Also man kann da jetzt auch problemlos, und das funktioniert natürlich auch super gut im Auto, beim Echo Auto. Und das finde ich natürlich jetzt super. Das hat mich noch ein bisschen daran gestört in letzter Zeit, gerade im Auto, die Steuerung darüber funktioniert da halt gerade zwecks Podcasts jetzt nicht so besonders. Aber das ist jetzt ein super Ding, was mir natürlich unheimlich weiterhilft, weil ich relativ viele Podcasts höre. So, das waren die vier Sachen, die mir jetzt in letzter Zeit so aufgefallen sind bei der Nutzung von dem Amazon-Assistenten und Fire TV. Ich hoffe, es war für euch irgendwas dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer TechNerd.